Willkommen zu The Recordening, dem besten Podcast Österreichs. Mein Name ist Paul und ich bin wie immer euer Host. Heute ist der 30. April 2015 und dies ist die 13. Folge. Mein heutiger Gast ist Matthias. Und wir haben uns die 13. Folge Cotton Ermittelt angeschaut, die heißt Fühlt wie du. Ja, fühlt wie du. Ja. Das dann auch aufgeklärt wird, aber erst in den letzten 15 Minuten oder 20 Minuten. Wir sind erst im Abspann drauf gekommen. Ja. Aber zuerst mal zu dir. Du bist unser erster offizieller Ausländer auf dem Podcast. Du bist nämlich aus dem fernen, fernen Südtirol. Ja, aus Afrika. Ja. Für Österreich ist Südtirol fast schon Afrika. Ja. So weit ist das schon weg, vor allem für Wiener. Ja. Ja. Also du bist aus Südtirol, du studierst hier? Ja, oder? Ja. Genau. Und was ist dein Bezug zu Cotton Ermittelt? Hast du das schon, bevor ich dich gefragt habe, irgendwas davon gewusst? Oder Irgendeine Idee? Nein, nie gehört. Nicht einmal deine Eltern? Nix. Nein, gar nichts. Also ich habe noch nie jemanden davon sprechen hören. Okay. Ich glaube, das war bei uns auch, wir haben ja auch ORF, also ORF-Sender, die österreichischen Sender und ZDF, das haben wir auch alles. Ja. Aber ich hätte nie mitbekommen, dass das irgendwo gelaufen wäre. Ja, nein, es ist, die Reruns sind sehr selten und weit auseinander. Ja, sicher, aber auch damals, also meine Eltern oder so, die haben mir nie was davon erzählt. Weil glaubst du, dass deine Eltern Cotton Ermittelt geschaut hätten? Nein, ich glaube nicht. Aber nein, ich sag, bei meiner Generation ist es ja sowieso nicht. Also, aber ha? Ich meine, das ist ja sowieso nicht aus meiner Generation. Nein, nicht. Nein, aber aus der Generation deiner Eltern. Nein, also die haben nie was davon erzählt. Okay. Ja, weil bis jetzt war immer die Kontaktperson zwischen denen, die Cotton kannten, und woher sie Cotton hatten, meistens, ich 90% der Fälle, ja, die Eltern. Ja klar, ich habe ja natürlich auch Kriminalfilme über meine Eltern mitbekommen. Aber das waren, also ich habe mit meinem Vater vor allem, das waren Edgar Wallace Filme. Ah, okay. Und das war schon, okay. Das ist schon cool. Aber, ja. Alright, stürzen wir uns gleich auf die Folge. Ja. Es gab wieder mal einiges zu besprechen. Eine Stunde hat es gedauert, glaube ich, oder? We will rock you. Ja, genau. Das ist gleich das Erste, was ich besprechen wollte. Die Verwendung von Songs im Cotton war schon immer sehr, das ist immer schon sehr innovativ, dass sie immer ein paar Songs in einem Folge hatten. Aber diesmal waren sie all out. Da war ja wirklich jede Ecke an so einen Song verwendet. Ja, zwei, drei Tarantino-Lieder, oder? Ja, genau, richtig. Also die Tarantino dann später in seiner Karriere dann verwendet hat. Aber das war echt cool, ja. Absolut. Das war... Oh, aber immer perfekt getroffen zu dem Thema. Talentmarsch, gleich in der ersten Szene. Keine Ahnung, was es heißen soll, aber es läuft We Will Rock You dazu. Also. Ich glaube, was mir dazu einfallen würde, was logisch klingt, ist, dass ein Talentmarsch Marschkapellen sind, die ihr Talent herzeigen. Ja, okay. Und kann das sein? Und jetzt irgendwie, aber da fehlt ja der Bezug jetzt. Zu We Will Rock You. Und dann zu Cotton. Also, nein, absolut. Also es fehlt wieder mal, es ist ein Cold Opening wie in vielen Folgen vom Cotton. Ja. Man sieht ihn, also es hat jetzt schon mehrere Sachen in sich drin, die Szene, weil es zeigt sich eben heraus, dass er dann auf einmal im Fernsehen ist. Und ja, seine, aber und das, vor allem, das wird im Fernsehen übertragen. Ja, also das ist schon, aber das kommt immer wieder vor. Und also es ist auch so, dass der Cotton in Folgen von Cotton ermittelt, Ja, das haben wir auch gesehen, ja. Also er sieht sich selber in alten Folgen, manchmal, nicht immer, aber manchmal. Ja, nein, und es ist eben... So gefällt mir der Papa. Ja, genau, der Sohn war natürlich viel begeistert davon, dass er endlich Playback macht, aber Playback von Queen. Aber wirklich, wirklich exzellent, auch mit dem Schlagen von den Trommeln und so, genau exakt zum Takt von We Will Rock You. Ja, eben. Das heißt, die müssen das irgendwo an irgendeinem einsamen Feld auf einer Landstraße gedreht haben, dass das irgendjemand mit einer Boombox, damit sie den Takt halten können. Total schlimmes Wetter. Ja, nein, also denen war das scheißegal, welcher Zeit sie gefilmt haben anscheinend. Die so nicht so, warten wir zwei Dafür Tage. Hatten sie das Budget nicht. Oh nein, definitiv nicht. Die Benzinkosten mussten irgendwie aufgeteilt werden. Man kann da nicht zweimal hinfahren. Das war während der OPEC-Krise. Genau, ja. Ja, jedenfalls der Cotton ist eben... Ein Talentmarschierer. Ja, genau. Und dann in der nächsten Szene sehen wir gleich den ersten Mord. Ganz genau. Und zwar wird eine heiße Verfolgungsjagd in einem Aufzug.
Nein, sie ist in einem Aufzug. Ja. Und es ist einer von diesen Altbauaufzügen, die urlangsam ist das sind. So, ist das so Jugendstil oder was? Das ist ein, ja, nein, das ist, das müsste noch, das müsste schon, Ja, ist ja wurscht. Doch, ist, nein, das ist Jugendstil. Ja, das ist definitiv Jugendstil. Das ist Gründerzeit. Das ist ein Gründerzeitenbaut. Halt ein, einer von den Reicheren, weil sie einen Lift eingebaut hatten. Aber das Ding fährt elendiglich langsam aber auf. Aber er ist da über die Stufen. Auf den Treppen ist er nicht viel schneller. Nein, eh nicht, er ist unfähig. Sie schafft es ja. Ja, sogar. Sie schafft es nach Hause in ihre Wohnung. Nachdem sie alles sechs Sekunden lang die Tür nicht aufkriegt. Ja, genau, richtig. Wie in einem klassischen Horrorfilm, ganz wo genau, sie wird nicht erwischt. Und dann der Doppelschreck, weil sie, sie sich umdreht und dann ist auf einmal, ist das der gleiche Haberer, der sie verfolgt hat? Muss es sein, oder? Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Das hat null Sinn gemacht. Nein, eigentlich gar nicht. Das stimmt, da weiß man nicht, wer... Weil warum, sie dreht sich um, fängt an zu schreien, weil auf einmal ein OP-Tisch... Ja, eben. In ihrem, ein Zahnarztsessel im Endeffekt, ja, genau. Kein OP-Tisch, ein Zahnarztsessel... in ihrer Wohnung steht, ich glaube, das war die einzige Requisite, die sie hatten, die so nach Medizin ausschaut, ja, genau. Und halt ein bisschen Besteck. Und ein Chirurg mit Maske. Mit einer weirden Alufolienmaske. Ja, also kein Mundschutz, sondern eine... Alufolie also drüber. Ja, so... so ein Stück Pappkarton, über das Alufolie drüber gelegt worden ist. Ja, also... Urseltsam. Ja. Jedenfalls, und er sagt, was sagt er dann? Es ist immer ganz ein kleiner Eingriff, sie müssen sich nicht fürchten. Ja, und sie bekommt so. Eine kleine Spritze. Ja, genau. Ja, was dazu führt, dass sie stirbt. Und genau, sie finden sie dann letztendlich tot. Ja, genau. Und der Cotton wird zur Szene berufen. Genau. Habe ich da was vergessen? Wahrscheinlich. Aber er wird zur Szene. Ja, im Grunde... Es passiert da noch nichts Spannendes. Nein. Was Spannendes ist, ist, dass sie... 82 war jetzt schon... Full-blown Kokainzeit in Österreich auch schon, schätze ich mal. Ich schätze mal, das muss in den 80ern gewesen sein. Also sage jetzt einfach 82. Da kennst du dich da besser aus. Genau. Jedenfalls schnupft der Cotton ein bisschen was und der Schrammel sagt zu ihm Kokain. Ja. Was sagt er? Das ist ja noch verboten. Oder ist so? Noch verboten. Ist noch verboten. Ist noch verboten. Es war ein eindeutig Schnupftabak, aber trotzdem. Ja, also... Die Idee ist trotzdem lustig, dass durch die Windschutzscheibe siehst du das hier nicht gut genug. Also. Ja, genau. Und dann crashen sie gleich. Ganz genau. Und zwar mit dem VW Käfer Polizeiauto. So gegen, richtig gegen nach Slapstick. Ja, Herbie. Ja, genau. Nach Herbie ein bisschen. Also, bis zum Anschlag. Voll dagegen. Ja, ja absolut. Und genau, sie sind ja bei der Szene, finden, bei der Mordszene. Streiten sie sich mit der CSI-Dame, die Ärztin. Die raucht oder was? Ja, die raucht an der Szene einfach, wer neben der Leiche raucht. Klar, ja. Wurscht. Ist ja schon tot. Okay. Nein, ja, Passivrauchen gibt es ja nicht. Ja, genau. Lungenkrebs nach dem Tod. Ah, das wäre traurig. Nein, und genau, und sie finden halt heraus, dass an der Dame... herumoperiert wurde. Genau. Sie wurde sterilisiert. Oder? Entweder Abtreibung oder Sterilisation. Ja, genau. Ja, genau. Das und, passiert. Und dann nehmen sie den Kater mit, das ist wichtig. Ja, genau, richtig. Den weißen, großen Kater, weil der wird noch ein Puzzlestück später in das... Und den Amerikaner finden sie hinter dem Vorhang. Ja, genau. Was dann heißt, der Hexer unter Anführungszeichen. Ja, aber es ist... Okay, Leute, die ihr beim letzten Mal und wahrscheinlich schon muss ich uraufregen, weil ihr Google habt und wir in dem Fall nicht und ich erst nachher. Es handelt sich um den gleichen Typen in der Folge davor, der dem Cotton schon damals vom Pilch bereitgestellt wurde zum Helfen. Und das ist halt ein berühmter amerikanischer Schauspieler, der halt in den 50ern und 60ern seine größten Filmhits hatte, wovon ich halt keine Ahnung hatte. Und er ist halt die Kindheitserinnerung anscheinend von einem Teil von denen dort und das ist halt... Ja, und er hilft ihm halt wieder. Ja, mit seinen Wiener Ausdrücken, die ich da nicht verstanden habe. Haut euch über die Häuser. Ja, genau. Ich so, das ist nicht, wie man das sagt. Aber es ist lustig, weil es ein Amerikaner mit einem super, super deutsch-deutschen Akzent sagt, ist das schon sehr unterhaltsam. Ja. Genau, und dann war er, glaube ich... Dann würfelt er noch mit der Chris Lona ein bisschen. Da
Da war das dann, glaube ich, auch mit dem TV einschnippen und ausschnippen. Ja, genau, ja, richtig. Nein, weil diese Klatschdinger hat es ja wirklich gegeben. Ja, ja. Oder Pfeifen. Das hat es ja gegeben in den 80ern und 90ern. Das Problem nur, die Dinger haben auf alle möglichen Sachen reagiert. Es hat diese Klatsch-Licht-Aus-Licht-Einschalter gegeben. Das gleiche ging dann auch, wenn du den Kühlschrank zukaut hast. Das hat ein ähnliches Geräusch anscheinend erzeugt wie ein Klatscher. Und dann ging das Licht auch aus. Ja, gut, das mit dem Licht haben sie auch, aber das pfeifen sie ein und aus. Ja, ja, das, genau. Und Klassik. Auf dem alten Röhrenfernseher liegt die Katze. Genau, ja. Das ist so ein klassisches Bild. Also die Katze, die sie mitgenommen haben. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Die ganzen Bildschirme sind ja viel zu schmal, jetzt schon die ganz neuen, dass eine Katze drauf liegen kann. Ja. Weißt du, die schneidet sich in zwei Hälften. Ja. Wenn sie drauf fällt. Ja, genau. Und wichtig vor allem, das ist die Katze, die sie davor mitgenommen haben. Ja, und das ist jetzt auch das erste Mal, dass der Cotton mit der Chris Lohne, sie hatten schon mehr Interaktion in Person, das war die nette, ja, die hübsche Dame. Ja. Genau. Die kurzzeitig und die Nachrichten spricht. Ja, nein, sie spricht doch die Nachrichten, ja, in real life. Ja, das schon. Das macht sie in wirklich. Ja, ja, das hat sie in wirklich gemacht. Ja, das weiß ich schon. Ja. Aber dort, sie steht auf. Also, sitzt im Studio, sagt, liest die Zeitung, kommt zurück und hat ein anderes Kleid an. Ja, genau. Ja, ja, nein, das sind diese Kontinuitätsbrüche passieren dauernd beim Cotton jetzt schon. Die geben nicht einmal irgendwie einen Ansatz dafür, dass sie ernst genommen werden möchten. Es ist ihnen schon so scheißegal. Und das ist auch etwas, was ich dann nachher noch mit dir besprechen möchte, aber dazu. Ja. Dann eben, genau, dann ist die Szene beim... Sind sie im... Ja, was danach, oder vielleicht war das schon mal zwischendrin, weil dann ist ja die Scheidung die zwischen Cotton und seiner Frau ist ein Thema. Die ist danach. Ja, eben. Genau, richtig. Dann sind sie ja, was ist da der zweite Anlauf für die Scheidung? Ja, genau. Was ich so lustig gefunden habe, das hat die Atmosphäre war irgendwie, als würden sie ins Reisebüro gehen oder so. Also, ach so, ja. Weil sie sagen, ja, aber wie sehen deine Haare aus und so weiter. Ja, genau, ja, richtig. Ja, ja. Und dann entscheiden sie sich ja letztendlich für einen dritten Termin, oder? Nein, sie entscheiden sich für gar keinen Termin, weil sie sind ja dann in der. Ja, aber er fragt, da gibt es doch einen dritten Termin und sonst irgendwann stehen sie dann auf. Ja, genau, ja, das war ein sehr, sehr, sehr interessantes Methode, um das zu beenden. Ja, ja. Die Szene. War es auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem, sie haben, also interessant. Ich wünschte, Scheidungen würden immer so verlaufen. So, oh, wir können uns ja doch leiden. Cool. Passt, lassen wir das. Ja, genau, ja. Vor allem, weil sie dann in den Lift gehen, er auf den Notruf, also auf den Stopp-Button drückt, dann noch ein Couple über die Kamera, genau, die eben in dem Aufzug drinnen ist, zudeckt und sie dann anfangen... So Pseudoschmusen. Ja. Ja, ja. Exzellent, ja. Und dann kommen sie... Dann kommen sie raus. Ja. Frisch verheiratet. Ja, frisch verheiratet. Im Brautkleid. Ja. So schnell geht das. Ja, ja, er trägt es ja und schmeißt es in die Mülltonne. Ja, nein, weil eben was Leute, die Cotton kennen und auch die sich den Podcast anhören, der Horak ist nämlich im gleichen Gerichtsgebäude wie der Cotton derzeit. Genau, also und er erfährt ja, dass der wieder geflüchtet ist. Ja, und vielleicht, ihr kennt ihn unter dem Namen, dass er der Moriarty vom Cotton ist. Er ist die Erznemesis. Ist es die? Der? Nein, die Erznemesis. Das weiß ich nicht. Weiblich. Die Nemesis. Ja. Die Erznemesis vom Cotton. Und der Erzfeind. Der Erz. Enemer. Neminer. Neminer, ja. Der Erznemener. Ja, genau. Er ist Gendern auch für Männer. Luke Skywalker's Darth Vader oder so. Ja, genau, richtig. Er ist halt der Erzrival im Endeffekt jetzt schon seit ein paar Folgen immer wieder und hat halt einen irrsinnigen Hass auf den Cotton und will ihn dann umbringen. Aber es funktioniert immer. Das letzte Mal hat er es mit 3 verschiedenen Autobomben probiert, aber die alle gescheitert sind. Aber an der Stelle muss ich fragen, weil das ist ja die erste Folge, die ich vom Cotton ermittelt gesehen habe. Hat das irgendeine Vorgeschichte oder will er den einfach so umbringen? Er will, nein, er hatte, der Horak hatte mal ein, obwohl man es nie gesehen hatte, ein großes, er war so ein Gangsterboss in der ersten Folge, in der er aufgetaucht ist. Das Wiener war Mafia. In der 7. oder 8. Folge ist er, glaube ich, aufgetaucht das erste Mal. Ja, genau, Wiener Mafia, halt wirklich oldschool, ja, und klassischer Mafia-Boss im Endeffekt. Und er wird dann eben eingebuchtet, kommt dann raus, glaube ich,
und versucht den Kottern dann in einer Folge eben dreimal mit einer Autobombe und dann noch strangulieren und noch irgendwas. Ich glaube, er versucht ihn mehrere Sachen umzubringen. Es scheitert alles und am Schluss wird er dann gefangen genommen und anscheinend in Untersuchungshaft gesteckt. Okay. Und jetzt eben... Er flüchtet jetzt, genau. Und zwar mit einem genialen Trick. Und der heißt, oh, meine Arme tun so weh wegen den zwei Handschellen, ja, genau, die ich habe. Und die zwei Idioten Polizisten... Die neben ihm sitzen, die, ja, sie flankieren. Ja, nehmen ihm das ab und er schnallt die zwei offenen... Er kettet die beiden Polizisten zusammen. Ja, genau, und haut dann ab. Und kann deshalb leichter abhauen. Also. Ja, und er hat diese perfekte Sprungszene, wo man ihn eindeutig springen sieht, wie er anfängt zu springen vom Stiegenhaus aus einem Fenster raus. Und dann sieht man die Szene von draußen und sie werfen einfach eine Puppe raus aus dem Fenster. Weil sie keinen Stuntman anscheinend hatten, der sich durch dieses Fenster schmeißt. Das haben sie ja für die Musik ausgegeben. Ja, genau, das ganze Stuntman-Geld ist für die Musik draufgegangen. Genau, und er rauscht eben durch das Fenster durch, landet auf dem Dach vom LKW, irgendeinem Laster oder sowas, oder? Nein, er zuerst auf einem Zwischendach und dann springt er auf den LKW, wo ganz viele Planen drauf sind. Und ja, er ist dann abgehaut. Und aber das heißt, da haben wir ja die zweite Storyline, die ja, glaube ich, jetzt... Ja gut, ganz zum Schluss fällt es ja mit der Hauptline zusammen. Genau. Aber es hat nicht wirklich etwas miteinander zu tun. Nein, der ist immer ein bisschen tangentiell und kunstlustige Witze nebenher zu haben, aber mir auch nicht. Und er schaut halt wirklich, wirklich wienerisch aus. Also das ist bis jetzt jedem aufgefallen, dass das irgendwie so einer der Prototypen wienerischen Tums ist. Okay. So wie er ausschaut. Naja, mit seinem fetten Schnauzer, fettige Haare, grindig, ein bisschen die aufgedunsenen Backen vom vielen Alkohol trinken und so. Ja, nein, das ist tipptopp Schauspieler für die Rolle. Immer grantig. Ja, genau. Und dann, dadurch, dass eben die zwei auf freiem Fuß sind, erstens der Mörder, und dann zweitens der Horak, wird der Kottern, er tut zuerst den Rubel loslösen. Ja, genau. Da kommt ja die Tierschutzlotterie kommt. Ja, genau. Und es gibt 1 Million Schilling. Taler, glaube ich, sagen. Schilling. Ja, was sind Schilling? Ja, ist ja wurscht. Es gibt auf jeden Fall viel Geld zu gewinnen. Ja. Und der glaubt dann gleich gewonnen zu haben. Ja. Und kommt gleich in eine Gesangsszene. Eine wunderschöne Gesangseinlage. The Millionaire by Dr. Hook. Ja, genau. More money than a horse has hair. Ja. More money, more problems than a horse has hair. Aber echt cooles Lied, das muss ich sagen. Also, ja, nein, wirklich exzellent gewählt. Und es ist eine nette, vor allem mit Subtitles, mit Untertiteln, ja, genau, damit die Deutschsprachigen auch was verstehen von dem englischen Ding. Ja. Und das alles nur, um drauf zu kommen, dass 25 gar nicht Schilling der Einsatz von dem ganzen Ding war. Weil es nur das Millionste los war, oder? Genau, richtig. Ja, also. Was auch immer das heißen soll. Ja, klar. Aber ich schätze mal, sie sind durchnummeriert damit. Keiner sie fälschen kann. Aber ja, 25 Schilling. Er hat nicht gewonnen, darum geht's. Ja, 25 Schilling. Super traurig. Dann kommt gleich Fall 2, oder? Genau. Wie? Fall 2. Achso, ja, genau. Der Fall 2 ist der... Wie nennt man das eigentlich? Trabrennbahn. Trabrennbahn, ja. Trabrennbahn, ja. Auf der Trabrennbahn ist ein etwas ungustlicher Ungustel, der sein Pferd auch während des Trainings zu hart rannimmt. Mhm. Und da sieht man, wie das Muster sich langsam auflöst. Und zwar... Also ja, wir haben da dann schon den Zusammenhang aufbauen können. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen dem Fall. Genau, und es stellt sich eben heraus, dass er eben mehr oder weniger kein Tierfreund ist. Ja, genau. Und er wird dann von Zorro gestellt. Mit der Peitsche haut er ihm ein Z in die Stirn. Ah, oh, so gut. Schaut, da hat ein einziger Schlag. Du weißt schon, das hat sich dann in dem Fall Quentin Tarantino auch abgeschaut. Hitlerkreuz. Genau. Das Hitlerkreuz, genau, Paul. Hakenkreuz, das Hitlerkreuz.
Ist das ein eigenes? Ja, vielleicht bei seinem Grabstein. Ach so, ja. Es gibt keinen Grabstein. Ja. Das will ich hoffen. Ja, eben, also da, er schießt ihm mit der Peitsche ein Z ja. an die Stirn und fängt ihn an einzuspannen. Genau, und peitscht ihn dann zu Tode. Ja, genau. Naja, treibt ihn, ja, bis er tot ist, vor Erschöpfung und bis er krepiert. Ja, genau. Ja, ja und... und dann versucht Horak seinen ersten Mordversuch. Ja, genau. Zwischendrin hat der Kotter nochmal dem Schrammel was um die Ohren. Ja. Oder? Ja, sicher. Was es ist immer der Schrammel, der da... Der Händelbuderer oder irgendwas. Der Schrammel ist echt arm dran. Ja, ist arm. Er ist echt arm. Weil vor allem, was ja auch wichtig ist, weil er ist ja eigentlich für den weil der Kotter muss ja fortan unter Polizeischutz stehen, weil ja der Horak immer genau. auf der Spur ist. Genau. Und er versucht es mit dem Auto. Ja, genau. Ja, oh, ja. So gut. Das war eine exzellente Szene. Exzellent. Wirklich perfekt gemacht. Was passiert eben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, dass der Horak in seiner alten amerikanischen Limousine versucht, den Kottern zu überfahren oder zu erschießen oder beides? Ja, genau. Also im ersten Moment meint man, er will ihn überfahren. Aber er wartet ja schön langsam, bis der Kotter ihn bemerkt. Ja. Um erst dann 2 km/h schneller zu fahren. Ja, auf 15 km/h ja. oder so, und der sodass Kottern er halt weglaufen kann. Läuft, also es ist in einer schmalen Gasse und der ja. Kotter rennt mehr oder weniger hin und her. Ja. Und im ersten Moment, wir haben nicht verstanden, warum. Aber er hat an der Motorhaube eine an Pistole. Wo die Galionsfigur eigentlich ganz sein, genau. eigentlich sein ja, sollte, genau. sitzt ein Revolver, auf dem noch irgendeine eine junge Dame-Skulptur ja, ist. Irgendwie so. Es ist sehr weird. Auf jeden Fall, das bewegt sich immer auf den Kotter zu. Und der Kotter lauert dem Auto dann um die Ecke ja, genau. auf. Mutig, wie er ist. Ja, und springt auf die Motorhaube und haltet die Puffen dann auf den Horak, aber dem ist das egal. Und schüttelt ihn wieder ab und fahrt weg. Genau. Und da merkt dann, dass der Kotter eben, dass er vom Schrammel beschattet worden ist, weil der Pilch Angst um ihn hatte. Ja. Und das mit dem Panzer kommt erst danach, oder? Achso, du meinst das Kettenfahrzeug? Ja. Das kommt nicht viel später. Das ist nicht viel später, dass das Kettenfahrzeug ja. auftaucht. Ja, weil die Bundespolizei anscheinend hat einfach ein Kettenfahrzeug um und anstehen für schwere Arbeiten? Für Kottern? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß, dass wir einen Straßenpanzer haben. Also einen bereiften Truppentransporter. Sowas hatte die Bundespolizei. Ja. Aber sowas, es schaut, nein, weil das schaut mir aus, als hätten sie einfach etwas vom Bundesheer, irgendeinen alten Schrams. Ja, oder von irgendeinem Jahrmarkt oder sowas. Ja, genau. Ich kann mich erinnern, dass ich sowas Ähnliches als Spielzeugmodell hatte. Von Lego. Ja, das selbst gebaut. Sein, ne? Ja, aber... Ja. Es war auf jeden Fall absurd, Alter. Also, sehr absurd, sehr absurd. Ja. Jedenfalls wird, und genau, und dann schreit er den Schrammel an, dass er 3 Dinge nicht kann. Ah ja, genau, was kann, war das? Weißt du noch die 3 Dinge? Du hast dir die sicher aufgeschrieben. Ich nenne nur das dritte. Die erstens, aber das war, glaube ich, noch an der Trabrennbahn sogar. Nein, das muss schon da. Wurscht, es ist ja gleich. Aber ja. auf jeden Fall 3 Dinge kann der Kotter. Eins war, glaube ich, was das Jodeln? Nein, 3 Dinge. Ja, Jodeln war das dritte, aber er kann nicht schmeicheln, er kann nicht. Er kann sich nicht verstellen, er kann nicht schmeicheln, er kann sich nicht verstellen und er kann nicht jodeln. Und was? Er sagt, Jodeln ist ein Geburtsfehler. Ja, genau! Weil Schmeicheln ist für Katzen, sich verstellen ist für Chamäleons und eben Jodeln ist für... Ist ein Geburtsfehler. Ja, ist ein Geburtsfehler. Genau. Nein, weil das letzte Mal hat er auch 3 Dinge gehabt, die er nicht macht. Okay. Er kann nicht saufen, er sauft nicht, er raucht nicht und er hat nichts mit fremden Frauen. Und in der Szene hat er was gesaugt, ja, genau, gesoffen und was geraucht. Das weiß ich, das habe ich gehört, weil...
Ja, jetzt wird es sehr meta, wenn wir über die Folge über die zwei Folgen, die Podcast-Folge von mir selber reden. Ja, ja, ja. Das wird der Re-Recordening. Machen wir irgendeinen Podcast. Der Re-Recordening. Ja, genau, ja. Und das, nein, das ist mir sehr meta schon. Das ist schon sehr meta. Ja, genau. Und dann finden wir auch heraus, dass der Cotton pillenabhängig ist, weil sie sind bei ihm zu Hause. Ja. Oder zumindest die Vermutung wird aufgestellt, dass er pillenabhängig ist. Ja, wieso hast du sonst so viele Pillen zu Hause? Vor allem, dass sie aus einem Schacht rausfallen. Ein kleines Medizinschränkchen, das vollgerammelt ist. Ganz genau. Also wirklich voll ist. Und dahinter, man hat es gesehen, es war einfach ein Loch in der Wand, wo irgendein Typ noch mehr Pillen einfach reingeworfen hat, damit das nach mehr ausschaut. Aber es war auch eine absurde Menge an Medikamenten. Und da sieht man wieder, dass nicht immer klassische Medizin nicht immer das Beste ist. Ja. Oder so. Aber Vorteil ist natürlich, man in der Apokalypse hat man dann genug. Ganz genau. Übrig. Ja. Oh, und dann wird wieder beim Pilch besprochen und. Genau. Da wird eben die Vermutung aufgestellt, eben wegen der Katze und dem Pferd. Der Cotton sieht ja den Zusammenhang. Ja, genau. Und der Pilch sieht es eben nicht. Ganz genau. Und der Pilch sagt, Pilch, ich liebe Tiere. Speziell, Thunfisch in Dosen. Genau. In Dosen. Und ich so, yes, großartiger Schmäh. Und genau, weil er wieder eine Faszination. Genau, er hat nämlich einen der Running Gags, hat nämlich jetzt der Pilch requiriert, nämlich die Kaffeemaschine hat er sich in sein eigenes Büro gestellt, weil er herausgefunden hat, dass der Cotton der Betreiber von der Kaffeemaschine war. Der Aufsteller, glaube ich, steht da. Ja, es steht Aufsteller und keine Haftung. Ja, ja, ja. Und er sagt, dass unter dem Ding, dass es eben eine Glücksspielmaschine ist, darf sie nicht mehr hier sein. Und was passiert ist eben, der Pilch hört wieder eine Fliege. Und das ist etwas, was du nicht kennst, aber ich habe es dir erklärt, dass er eben bevor er so eine Obsession hatte mit der Kaffeemaschine, hat eine Obsession mit Fliegen, hat sich überall in sein Zimmer Fliegenposter, Fliegendiagramme, Fliegenmodelle aufgestellt, hat überall Fliegenfänger, die Plastikstreifen überall hier gehabt und hatte, keine Ahnung, 8 verschiedene Brackersorten. Sagt man auch Bracker? Nein, wahrscheinlich nicht. Fliegenklatsche, wie sagt man dazu? Bracker ist bei uns was anderes. Und zwar? Damit klopft man den Teppich aus. Achso, ja, das ist auch ein Bracker bei uns. Und man schlägt die Kinder. Das ist ein Teppichbracker. Und der Fliegenbracker ist für die Fliegen. Ja, früher wurden damit die Kinder verprügelt. Ja, ja, ich weiß. Mit dem Fliegen oder mit dem. Nein, mit dem Teppichbracker. Ja, ja, wie bei uns auch. Ja, die guten alten Zeiten, oder? Ja, häusliche Gewalt. Ja, ja. Ah, ich wünschte, ich wäre dort und könnte jemanden jetzt schlagen. Ja, genau. Aber nein, muss hier sein und brav. Genau. Damals, als alles noch schwarz-weiß war. Jedenfalls die Plastikfliege. Dann sieht man eben eine Szene, wo die Plastikfliege. Ja, ja. Das billigste 5-Groschen-Ding, das man aus. Ich habe so ein Ding gehabt. Das hat es in den. Früher, wie man 10 Groschen noch. Also 10 Groschen. Ja, ja. Also Schilling-Groschen. Zahlen hat müssen beim Kaugummi-Automaten, habe ich mal viel Kaugummi rausgelöst und eins von dem, weißt du, da war immer so ein billiger Ring drinnen und irgend so ein Plastikding, da war eine von diesen verfickten Fliegen dabei. Genau die gleiche Fliege. Ich wette, sie ist ungefähr auch gleich alt, weil in den Kaugummi-Automaten, ich glaube, die sind seit 30 Jahren nicht gewechselt worden. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber wie gesagt, da kommen wir wieder aufs Budget zurück. Da, für eine echte Fliege hat es einfach nicht gereicht. Also. Weißt du, irgendwer war Fliegendompteur. Ja, genau. Und hat seine Fliege abgerichtet, aber sie ist davor gestorben am Set, weil jemand draufgestiegen ist. Ja, eben. Weißt du, er hat Fliegen versichert. Und der Vorgesetzte? Der, welcher? Der Schrammel? Nein, der Schremser? Oder der Pilch? Der Pilch. Ja. Der Pilch ist der Polizeipräsident. Der Einbeinige der den Kaffeeautomaten. Ja, das ist der Pilch. Das ist der Pilch. Ja, genau. Der wird ja dann irgendwann mal laut. Ja, nein, und, aber er wird immer laut. Ja, ja, aber der Cotton geht dann ganz zurück zu ihm. Ja. Wird so laut. Sie wecken die Zuschauer auf und sieht schön in die Kamera. Also, ja. Das ist etwas, was du auch nicht erwartet hast, oder? Dass sie die vierte Wand durchbrechen. Ja. Nein, das machen sie schon permanent jetzt schon. Ja? Also, ich muss sagen, die dezenten Witze von der ersten Folge und die Witze von jetzt sind schon, aber dazu später. Ja, also ich will nur sagen, dass der Unterschied jetzt, wenn man sich so im Zeitraffer anschaut, extremst sind. Ja,
dann eben kommt es zu einer Montage, wo Leute umgebracht werden. Also, reihenweise. Also wenn man den Zusammenhang jetzt, also zwischen den Tierquälern unter Anführungszeichen und den Morden bis dahin noch nicht verstanden hat. Jetzt wird es aufs Outdruck. Dann, weil da kommt ein Schnelldurchlauf, da kommt dann einfach nur mehr der dritte, Fall war ein Hundetrainer, der Hunde... Ja, genau. Der vierte war dann der Fisch. Der Fischer, da kommt plötzlich seine Pranke. Ja, und er würgt ihn. Er würgt ihn, ja, und dann hat er einen Haken durch den Hals. Ja, er wird, also, der Fischer wird selber gefangen. Genau. Und Fall 5 war, glaube ich, gar nicht dabei, oder? Doch, Fall 5, warte mal, Fall 5, die Nackten? Nein, das war Fall 6. Also die sind, Fall 5, Fall 5 waren die verhungerten, nochmal Hunde, die vor dem Zwinger, der eine Typ, der eingespannt wird. Ja. Also für Leute, die Tierquälerei nicht mögen, perfekte Folge Kotter im Mittel zu schauen. Also. Ja, weil da wird jedes böse Ding, aber blöd, dass sie keine Fleischfabrik gezeigt haben. Ja, oder stimmt. Eine Hühnerfabrik, weil das wäre, aber ich glaube, dann hätten sich die Leute zu sehr gegraut. Da hätten sie die Polizeigewerkschaft und die Metzgergewerkschaft. Sie hätten alle vergrault. Ja, genau, ja. Ja, genau. Ja, aber das ist, also Fall 6 ist echt lustig, weil das ist ein Paar, die haben ihre Katze ausgesetzt. Ja. Weil es kein Heim und kein irgendwas gefunden. Keiner hat sie annehmen wollen und sie haben sie einfach ausgesetzt. Ich finde das gar nicht mal so schlimm, ehrlich gestanden. Ja, die Katze, klar. Kommt drauf an, wo sie sie aussetzen. Aber der Mörder findet das schlimm. Ja, nein, wenn sie sie aussetzen und gleich in einen Schredder werfen, ja, klar. Dann ist das natürlich nicht sexy. Die Katze kommt gut allein zurück. Ja, nein, weil es war dann ziemlich extrem, weil er hat sie dann durch ein Minenfeld laufen lassen. Und sie war nackt. Splitterfaser nackt. Naja, was super ist. Ich finde das, weil wenn sie es in den USA oder irgendwo anders meistens zeigen, dann zeigen sie vielleicht einen Kopf oder so und deuten an, dass die Person nackt ist oder machen den hier. Ja. Aber vor allem, was mich besonders freut, weil wenn sie jemanden nackt zeigen, dann ist es eine hübsche junge Frau. Aber in dem Fall haben sie auch den Typen nackt gezeigt, komplett mit Bimmel und allem drum und dran. Und das ist etwas. Und Büsch. Oh, der Typ hatte noch Büsch. Das war noch ordentliche Büsch. Hast du es nicht gesehen? Hast du nicht drauf geachtet? Ich habe es schon gesehen, aber ich brauch's ja nicht wiederholen, was du schon gesagt hast. Ja, Büsch. Büsch. Ja, also... Trépon. Er schmeißt sie einfach aus dem Auto irgendwo in der Pampa raus. Ja, genau. Und sie müssen dann noch ein Minenfeld laufen. Das war bis jetzt die innovativste Bestrafung. Und dann kam noch ein Mordfall, oder? Ja, das war dann mit dem Zoodirektor. Genau, mit der Sekretärin. Genau, also es wurden die Tiere wurden alle freigelassen. Genau, richtig. Ja. Und der Zoodirektor im Käfig eingesperrt. Der ein kleines bisschen wie Hitler ausschaut. Ein kleines bisschen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Er hat den gleichen Schnauzer gehabt, nicht so dünn, aber doch. Ein wamperte Wiener Version von Hitler. Okay. Ja, und der wird eingesperrt, aber die Sekretärin nicht, weil sie hat ja nichts zu verschulden. Und weil sie hübsch ist? Ja, gehen sie dann ins Kino und schauen sich Blondinen. Sie wird dann verhört und findet den Mörder aber total sympathisch. Ja. Und der wird schon zurückkommen. Stockholm-Syndrom. Ja, der wird schon zurückkommen, sagen sie. Und sie sagt, ja, ich hoffe. Ja. Wie heißt der nochmal? Der Film, den sie sich angeschaut haben, Blondinen gefragt? Oder? Ja, es ist irgendwas in der Richtung, ja. Im Auftrag, im Aufzug, im oder in Auflicht, bevorzugt oder so. Ja, genau. Blondinen bevorzugt. So haben sie sich zweimal angeschaut. Ja, zweimal hintereinander. Ja. Die Sekretärin war blond übrigens. Ja, genau. Ja. Und dann waren sie noch essen, glaube ich. Also ein wirklich netter Mörder. Ein netter Mörder. Ein Gentleman unter den Mördern. Ja. Definitiv. Und dann kommt der Cotton endlich auf die geniale Idee, einfach eine Falschmeldung in die Zeitung zu stellen, dass der Polizist Meerschweinchen zu Tode gequält hat. Oh ja, also das machen sie ja dann auch. Ja, genau. Und er, seine Adresse steht drin in der Zeitung dann. Ja, genau. Von Cotton. Ja. Und er und der Schrammel warten dann dort. Genau, auf den Mörder. Auf den Mörder. Ja. Und wer taucht auf? Der Horak. Nein, zuerst kommt ja die Mutter. Ja, genau, die Mutter. Die Mutter und die Frau. Und die Frau kommen, weil sie von zu Hause geflüchtet sind, weil ihnen zu Hause es zu wild geworden ist, weil die Leute sie jetzt beschimpfen, weil eben der Ehemann bzw. der Sohn Tierquäler ist und das Polizist und Tierquäler, was eine tödliche Kombination ist. Ja, und dann wird er... Dann kommt der Horak. Genau, richtig. Und also, dann kommt der Horak, nachdem die
Der Kottan versteckt ja die Mutter und die Frau im Nebenzimmer. Und dann ist es nämlich nur der Schrammel und der Horak und im Zimmer. Und der Horak so, will ihn erschießen und zählt runter. Und ich so, okay, er wird auf 13. Er zählt nicht mehr runter. Er zählt rauf. Eins, zwei. Du weißt gar nicht, was das für einen Sinn machen soll. Ja. Wenn er bis 10 oder bis 17,4 zählt, er zählt einfach nur. Bis die Mutter kommt. Ja, bei 7 oder 8 und sie schlägt ihn zusammen. Sie sagt ja, das ist ja cool, sie sagt ja, so, was will er jetzt machen? Beide kannst du uns ja nicht. Du hast nicht genug Zeit, uns beide zu erschießen. Django, genau. Ja. Und kickt ihm dann die Pistole weg. Ja, genau. Und dann gibt sie ihm einen Uppercut. Einen Uppercut und dann macht sie den Vulkaniergriff bei ihm. Und dann hat sie spitze Ohren. Ja. Ah, oh, das ist so gut, weil das bedeutet, nämlich, dass Superman von den Vulkanien abstammt, laut der Serie. Weil in der dritten oder vierten Folge hat sich mal Kottan ausgezogen und unter seiner Kleidung war das Superman-Kostüm. Was bedeutet, dass das Star Trek und das Detective Comics, das DC-Universum, das gleiche Universum sind. Ja, also Spock und Superman sind dann irgendwie verwandt, oder was? Ja, in dem Fall schon, ja. Macht ja super viel Sinn, gell? Ja. Nein, und das ist jedenfalls und der wird dann abgeführt, der Horak, und der schickt die Familie heim und er ist dann mit dem Amerikaner, der wieder da ist. Nein, der kommt ja dann erst genau, im zweiten Moment heraus. Genau, richtig. Er kommt wieder rein. Der Kottan geht wieder rein. Und der Schrammel sitzt daneben. Ja, aber er redet mit jemandem. Und dann kommt seine Frau kommt ja wieder rein. Also ja, genau, richtig. Und sie reden miteinander. Und dann, richtig, ja. Und der Schrammel war im Grunde nicht, war ja die ganze Zeit nicht der Schrammel. Ja, genau, richtig. Es war nämlich... Dann, dann, dann. Der Mörder. Genau. Aber jetzt kommt der beste Twist von allen. Aber jetzt kommt ja der Amerikaner, der ja schon weiß, wie das in Filmen so abläuft. Ja, und so eine Maske trägt er wahrscheinlich. Genau. So habe ich das in meinen Filmen auch gerne gelöst. Und zieht ihm die Gummimaske ab und darunter ist der Amerikaner. Selbst. Ja, also der Amerikaner sieht jetzt den Amerikaner und sie sehen sich beide gegenseitig in die Augen. Und das sagt das dann, glaube ich, ja. In Filmen ist das ja so, dass er meistens nicht nur eine Maske hat. Ja, eben. Und zieht sich nicht nur eine Maske. Zieht ihm die Maske runter und was ist er dann? Dann ist er... Was ist er denn da? Ja, genau, dann ist ja, man hat den Mörder ja davor auch schon gesehen, mit der Mütze. Dann ist er der Mörder. Dann ist er der Mörder, aber die ziehen sie ihm auch noch das ab. Das ist auch nur eine Maske. Und darunter ist dann King Kong. King Kong, ja. Und von daher auch die Pranke mit dem Fischer. Das war King Kong. Ja, aber es macht trotzdem. Es macht keinen Sinn, aber sagen muss man es ja, oder? Ja, um das halbwegs kohärent zu lassen, die Story. Ja, ja, genau. Und dann, und es ist eben dann, das wirkliche Gesicht ist dann eben der... Ja. Dem Mörder und mit dem King Kong im End, es macht ihm ja nicht viel aus, dass er jetzt gefangen wird, weil er sagt ja, er hat ja noch einen Freund, der draußen auf ihn wartet. Was auch immer das heißt. Tartan. Achso, ja, genau, richtig. Dann kommt ja Andy Weißmüllers Geschrei aus dem Ja, genau, Nichts. Ja. Oh, das ist zwei Sachen gemischt jetzt. Und Ja, so ungefähr. Also, ja. Du kannst es ja im Nachhinein noch reinschneiden. Ja, genau, das Tarzan-Geschrei und dann kriege ich einen Copyright-Strike. Ja, genau, so werden wir das machen. Genau, und er ist dann eben, und dann gibt es noch eine nette Schlussszene, die auch wieder null Sinn macht. Ja, sie spielen wieder Playback und sie sind am See und es ist Traum. Ja, na, davor bekommen sie ja noch einen Orden. Also, die Mutter vom Kottan bekommt ja einen Orden, weil sie den Horak. Achso, sie kriegen alle einen Orden. Verprügelt hat. Und ja, der Amerikaner kriegt einen Orden, sie kriegt einen Orden und der Pilch bekommt einen Orden. Von sich selber, ja. Verliehen, weil er dieses Kommando geführt hat. Das Schöne ist ja, es ist ein schöner, prunkvoller Raum und alle schön gekleidet. Ja. Und die Musik kommt aus einem Kassettenrekorder. Ja, also ein wirklich kleines Teil. Ja, nein, vor allem, ich hatte fast genau baugleich hatte ich so ein Ding. Ja, ich hatte ein ziemlich ähnliches das Teil. Das Lautsprecherding ist scheiße. Scheiße! Das glaube ich dir sogar. Also. So mies und es hat schlecht. Die Aufnahmen waren ganz gut auf Kassette, aber ja, sonst. Das war einfach dieses Klonk. Ja, nein, großartig. Genau, und dann kommt die Schlussszene, wo sie dann eben am See sind und
endlich die romantische Szene zwischen der Frau und Herrn Cotton ist. Das hat was von einem Walt Disney Happy End. Ja, vor allem weil du hast Schnee und Nebel und die Musik wird dazu gespielt. Und alle Beteiligten. Ja, es sind wirklich alle da. Ja. King Kong ist da mit seiner Lady. Und der Penner, von dem ich eigentlich nichts wissen kann. Aber er kommt trotzdem dauernd vor und diesmal ist er nicht vorgekommen, was mich sehr traurig gemacht hat, aber auch glücklich. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil das ist jetzt noch etwas, weil jetzt ist der Fall eigentlich abgeschlossen und jetzt kommt noch eine kurze Besprechung. Erstens einmal finde ich jetzt, dadurch, dass ich die 12 Folgen davor gesehen habe, dass Cotton jetzt mit der 13. Folge extremst nah dran ist, den Hai zu überspringen, wie man das auf Deutsch übersetzen würde. Also Jumping the Shark ist definitiv eine Gefahr, die Cotton permanent hat. Jumping the Shark ist ein Ding aus einer amerikanischen Serie, das ist so Ermüdungserscheinungen von Serien. Okay. Ja? Wenn sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen, machen sie einfach absurde Sachen. Yeah. Und in der einen Serie aus den 70ern, glaube ich, ist oder in den 60ern oder 70ern ist das dann wirklich passiert, dass ihnen dann in der 8. Staffel oder so nichts mehr eingefallen ist und sie haben einfach den einen Typen über Haie springen lassen. Das war die ganze Folge, ja. Und ein ähnliches Ermüdungserscheinung habe ich beim Cotton, sehe ich jetzt gerade, weil sie viel zu sehr jetzt schon auf den Running Gags basiert. Sie führen immer wieder Charaktere in einer Dauerschleife immer wieder und immer wieder ein. Ich sehe schon, warum sie es irgendwann mal abgeschafft haben. Es ist wirklich lustig. Es ist unterhaltsam. Lustig ist schwierig. Es hat einen Unterhaltungswert in dem Sinne, dass du es dir heutzutage immer noch anschauen kannst, wenn du betrunken bist. Definitiv. Auf jeden Fall. Wenn du betrunken bist. Und wenn du mit Freunden dir das gemeinsam anschaust. Ja, nein, aber das ist, wie empfandest du das als jemand, der sich eben noch nicht auf die Running Gags hast einstellen lassen? Ja, ich kann das ja jetzt, was du gerade gesagt hast, nicht wirklich kommentieren, weil ich, wie gesagt, den Vergleich nicht habe. Also es ist auf jeden Fall wirklich, wirklich absurd, aber es hat einfach Unterhaltungswert. Also ich hab die ganze Zeit an die nackte Kanone denken müssen. Es hat ein bisschen was davon, ja. Eben. Ja. Aber es hat mir gut getan, sowas zu sehen, weil ich mag diese obercoolen, überambitionierten Polizeibeamten nicht. Weißt du, die dauernd immer alles richtig machen. Ja, genau, CSI Miami und NCIS und CIS-Sachen. PMS und was weiß ich was alles. PMS, ja. Pons Menstrual. Ja, genau. Nein, aber weißt du, Ray-Ban, Security. Sonnenbrille, immer in Reichweite. Und ach so, ja. Ja. Also, es sind Menschen. Ja, aber dieses überernste, übercoole. Ich mag auch den Tatort nicht wirklich. Ich auch nicht. Das einzige Coole am Tatort ist der Jan-Josef Liefers, weil er einfach lustig ist. Genau, richtig. Das ist etwas, was an Krimiserien, deswegen glaube ich auch, dass Bulle von Tölz und Vater Braun so lange gelaufen sind. Ja, weil sie halt urtrockenen Schmäh haben, aber er ist da. Sie haben etwas, worüber, weil du kannst Mordfälle nur in so vielen verschiedenen Methoden schreiben. Heutzutage, ich bin über keine einzige Krimiserie ever überrascht, was passiert. Ja? Höchstens, indem sie Brutalität zeigen. Ja? Aber das war es auch schon. Kein Twist mehr ist unbekannt in dem Krimi-Genre. Und das war damals sicher auch schon so, dass das einfach komplett erschöpft ist. Deswegen finde ich auch Columbo zum Beispiel. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, da weißt du von vornherein, wer der Mörder ist. Genau, richtig. Du weißt, das ist ja fast Hitchcock-mäßig. Du weißt mehr als die Beteiligten des Films. Genau. Du weißt als Zuschauer mehr. Ja. Und das ist gut, das ist, wie man gut schreibt. Und das ist etwas, was dem Cotton immer noch anzurechnen ist. Ja. Sie versuchen, auch wenn es eine Krimiserie ist, ja, klar. Eine Satire ist es immer noch ein Krimi. Ja, aber ich meine, ich wollte ja auch gar nicht sagen... Sie versuchen immer noch den Fall zu lösen. Ja. Weil es geht ja auch gar nicht darum, dass jetzt jeder Kriminalfilm irgendwie lustig sein muss oder so. Nein. Aber das ist Cotton ermittelt das Ding einfach ein angenehmer Gegenpol zu dem Ganzen, was man sonst im Fernsehen sieht. Es ist einfach
das Überernste gegen das Überlustige einfach. Also das Überabsurde. Ich würd gern etwas Ähnliches sehen wie das hier in Form von einem Buddy-Cop-Movie. Buddy-Cop-Movies? Das sagt mir jetzt nichts. Klassiker. Die ganzen Lethal Weapon-Filme. Wie heißt der? Mit dem... Scheiße. Aber Lethal Weapon, sagt du was? Ja, von mir. Ja. Ich habe es nie gesehen. Ja, Buddy-Cop-Movies ist ein typisches Genre in der amerikanischen Filmszene, wo du den alten, abgehärteten Cop hast und dem wird ein neuer Frischling zugestellt, der halt lustig ist und meistens oder verrückt ein bisschen. Das kennt man, das Schema. Genau, richtig. Das ist eben theoretisch wäre sogar Stirb langsam Teile sind zu einem gewissen Grad auch Buddy-Cop-Movies. Mhm. Weil er meistens auch einen Sidekick hat. Vor allem im dritten und im vierten Teil. Yeah. Da merkst du es wirklich, dass es auch ein Buddy-Cop-Movie ist. Und so etwas in Form von Cotton wäre sicher extremst lustig. Oh ja. Ja, aber der Schrammel ist ja so ein bisschen ein Sidekick, oder? Ja, aber... Er ist zu unwichtig dann für den Fall selber die Handlung. Ja, und auf ihm wird zu viel... Sie haben ihm nicht genug Tiefe gegeben, leider. Ja. Weil wenn der Schrammel irgendwie eine Tiefe hätte, dass er eben, keine Ahnung, ein menschlich netter Mensch wäre oder was viel zu selten gezeigt wird, aber es wird immer wieder angedeutet. Aber er ist nur das Hackbrett für die anderen. Ja, weil der Cotton hat ja noch eine Hintergrundgeschichte. Er hat eine Frau, er hat eine Mutter und so weiter. Er hat einen Sohn. Er hat rein theoretisch eine Tochter, die geheiratet hat und ein Kind. Okay. Aber man merkt davon nie was in den letzten paar Folgen. Ja. Irgendwie die Schauspielerin ist weg. Aber der Schrammel hat nur sich selbst und den Cotton. Also. Und er ist Onkel. Das war's. Er denkt. Ja. Und seine Faszination zu Waffen. Ja. Ja, eben, und das ist eben etwas, was mir an der Serie definitiv viel fehlt. Sie versuchen nicht die emotionale Tiefe aufzubauen zu den Charakteren. Weil es tut mir jedes Mal leid, dass der Schrammel so fertig gemacht wird. Aber ich würde gerne wissen, warum, außer dass er deppert ist. Ja. Oder dass er etwas anderes zu. Weil ich hätte mich schon längst von dieser Arbeit verabschiedet, wenn ich nicht eine andere Motivation hätte, außer dass ich, keine Ahnung, masochistisch veranlagt bin. Ja. Ja. Nein, und das war, also ich muss sagen, also die Serie meiner Meinung nach hat definitives Potenzial zum Jumping the Shark, was schlecht ist, aber generell immer noch eine unterhaltsame Folge. Jetzt möchte ich noch dein Fazit hören zu der Folge selber. Wie hat dir die Folge gefallen? Und würdest du das anderen Leuten weiterempfehlen und wirst du weiterschauen? Die drei Fragen. Ja, also mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Ja. Also das war für mich der erste Eindruck und der war auf jeden Fall gut. Ja. Man muss natürlich auch der Mensch dazu sein. Also ja, das ja, ist, klar. Das ist nicht das für sind jeder die Leute, die Monty Python mögen und ganz, Leute, die ganz Monty genau, Python ganz genau. Lernen können. Ja. Was war nochmal die dritte Frage? Die zweite Frage war, würdest du es weiterschauen und die dritte, würdest du es weiterempfehlen? Oder umgekehrt, eins von beiden, was dir vorher lieber ist. Also würdest du es weiterschauen? Würdest du Cotton ermitteln? Ja, ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht so aktiv chronologisch mir von vorn bis hinten. Aber wenn du zu mir kommst und ich sage, hey, schauen wir uns eine Folge Cotton an. Ja, das ist schon mal eine Qualitätssteigerung. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber wie gesagt, da muss man auch der Mensch dafür sein. Man muss irgendwie ein bisschen auch diesen Sinn für Humor haben und diesen Sinn für das Absurde, glaube ich. Also wenn man es gewohnt ist, einen Film oder eine Serie anzuschauen, die wirklich von A bis Z eine Struktur hat, die Sinn macht, dann wird man mit sowas nicht viel anfangen können. Genau. Also weil das sind einfach teilweise Gags, die versteckt sind, die nichts mit der Handlung zu tun haben. Ja. Und gerade deshalb dann witzig sind. Genau, richtig. Und wenn man diesen Zusammenhang, dass da kein Zusammenhang da ist, versteht, dann hat man auch was davon. Also den Leuten empfehle ich es auf jeden Fall weiter, die es noch nicht gesehen haben. Okay, wunderbar. Das freut mich zu hören. Ja, und ich glaube, wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Hast du noch was zum Sagen? Gibt es noch Plugs? Nein. Gibt auf jeden Fall Plugs von deiner Schwester. Wenn schon, ciao. Bitte. Ihr könnt, gebt mal Simply C auf Google. Also Simply und dann C. Simply.c. Ja. Das sind Taschen und Accessoires. Ja, die deine Schwester macht. Handmade. Ja, genau.
Dann, weil du hast derzeit weder eine Website noch sonst irgendwas. Ganz genau. Ja, das kommt dir vielleicht noch. Ja, und ich hoffe, dass ich dich zumindest bei der letzten Folge von The Recording wieder dabei habe, weil da versuche ich möglichst alle zusammen zu haben. Das wäre cool. Ja. Das wird erstens ein Clusterfuck an Leuten und ich weiß nicht, wie ich das moderieren soll. Aber es wird definitiv lustig. Das wird lustig. Ich hoffe... Da musst du aber aufräumen hier. Also. Ja, danach. Ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr hier wart und zugehört habt. Ich danke dir nochmal, Matthias, für dein Kommen. Es war mir ein Volksfest. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Es war mir auch eine Freude. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal von The Recording wieder dabei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.